Nachher kriege ich noch einen Strafzettel. Au, au. Au. Da kommt noch mehr. Haltet mal kurz die Stellung. Der ist fertig. Nehmen Sie die Beine ins Visier. Ja, doch. Oh, der schießt. Nein, nicht gut. Der Kopf ist verwundbar. Ja, ich sehe es. Ich kann mir jetzt aber vorstellen, dass die Leute da nicht unbedingt... Zielen Sie auf den Kopf! Zielen Sie auf den Kopf! Ja, da hat er schwer zu schlucken, da Junge. Er schafft Verstärkung. Habt ihr das gesehen? So eine richtig coole Kombi. Oh, oh. Ja, die Beine sind jetzt Geschichte. Gut gemacht. Oh, oh. Mach die Rübe auf. Ah. Komm schon. Ziehen Sie auf den Kopf. Ja, doch. Ich kann unter Druck nicht arbeiten. Oh. Interfacing, schnell! Interfacing? Halleluja! Der lebt ja noch! Warte mal. Was zum... Was ist da gerade passiert, bitte?
Was? Was habe ich da gerade getan? Empfänger auf Eladen aufstellen. Was zum Teufel? Ich habe ich da die irgendwie ein Nottriebwerk aktiviert oder so, dass er außerhalb der Umlaufbahn gekickt worden ist oder was? Was habe ich gottverdammt nochmal dem Viech getan? Einer ihrer Leute hat versucht, unsere Wohnquartiere zu betreten. Haben Sie gute Neuigkeiten? Sagen Sie ihm, falls wir ja, ihn nochmal da. Der Architekt ist jetzt friedlich. Er wird vielleicht in Ihre Nähe kommen, stellt aber keine Gefahr mehr dar. Welch eine Erleichterung. Danke, Ryder. Ich sollte jetzt gehen. Alles Gute, Pathfinder. Ah, ist das schön. Dann machen wir jetzt noch den Empfänger. So. Und dann verzwibbeln wir uns auf den nächsten Planeten. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch einen nächsten Planeten? Aber wir müssen auch noch die Arche finden. Die Arche der hier Turianer. Wo ist denn das? Da oben? Ja, okay. Das kriege ich hin. Ja, ob ich das wirklich hinkriege, ist eine Frage. Hier beginnt schon mein Problem. Tja. Das lange Leiden des Ryder. Das ist mit Sicherheit da hinten. Juhu. Da oben. Wie komme ich denn da hoch? Ne, jetzt mal ernsthaft. Vielleicht hier? So. Nein. Ich liebe dieses Teil. Zum Bergsteigen gebaut. Das war der letzte Nachrichtenempfänger. Geben wir Davis Bescheid. Das letzte, das heißt, das war der letzte Planet. So. Tempest. Was sind das für Insekten? Was haben die jetzt damit zu tun? Aber so? Hallöchen. Alle Systeme im grünen Bereich. Finde ich gut. Was geht, Suvi? Wie geht's? Ja, gut. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Schauen wir uns noch mal ein bisschen hier um. Vielleicht will ja der ein oder andere noch mal mit mir reden. Vielleicht Sie? Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Mache ich sofort. Kaderaport ist echt grässlich, hm? Da erwartet uns bestimmt jede Menge Ärger. Und dann machen wir jetzt auch noch Jagd auf das Schiff des Archons? Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Nein. Ganz ehrlich, von allen Ideen, die wir bisher hatten, wird uns diese am ehesten um die Ohren fliegen. Danke, das baut mich jetzt echt auf. Wollen Sie mir noch irgendwelche Illusionen rauben?
Hey, du wolltest die Wahrheit. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Warte mal, wir können doch bestimmt jetzt mit Liam reden, wenn wir jetzt sämtliche Welten bevölkert haben. Wird ihn das doch bestimmt erheitern. ALP. 5 Belohnungen zum Einsammeln. Oh. Milchstraße, Mineralien, Bio, Tech, Credits. Ich habe so viele Credits, ey. Wie viele Belohnungen haben wir denn noch übrig? 5 Kryokapselpunkte haben wir noch. Was haben wir hier? Gewöhnliche Minenvorkommen werden verfügbar. Beschleunigte Forschung. Reduzieren Sie den erforderlichen Zeitaufwand beim Sammeln von Materialien. Nicht unbedingt das, was ich brauche. Verteidigungspots, Munition. Erhalte regelmäßig eine Lieferung mit Verbrauchs... Aufklärung enthüllt versteckte Lager rund um eingerichteten Ausklärungsposten. Fortschrittenes Training von Begegnung. Apex-Taktiken. Ich bin jetzt nicht so für diese Apex-Dinger da. Eine Chance von 20% ab. Ach, Kinders. Das sagt mir irgendwie alles nicht zu, aber ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt. Kaufen, verkaufen. So. Marktbeherrschung. Erhalten Sie Zugriff auf spezielle Warenangebote der Händler? Ja, damit. Fusions. Auf alle Fusionsmods um die Hälfte. Versorgungslinien. Erhöht die Menge an Rohmaterialien und Verbrauchsobjekten, die wir handeln. Oh. Machen wir das hier voll. Haben wir sämtliche Händler hier frei. Dann hauen wir das hier noch raus. Ein bisschen mehr EP. Nein, das war Minenvorkommen. Entschuldigung. Wo war das denn jetzt mit... Nee, mehr EP war hier unten. Verteidigungspots. Fortschrittliches Training. Durch Abschließen von Begegnungen. So. Schubelidubelidu. Forschung. Nee, ich will... Ich weiß nicht, was will ich denn? Am liebsten würde ich nochmal Relikt nehmen, aber ich habe so wenig Relikt. Sturmgewehr Sweeper. Das ist Rang 4, ne? Oder bin ich jetzt... Rang 5. So. Forschung. So. Sweeper. Sweeper Plus. Paw. Panzerung. Kann ich vielleicht... Brust. Helm will ich jetzt nicht unbedingt. Armschutz vielleicht. Das könnte ich sogar machen. Haben wir, dann sind wir quasi hier ein richtiger Tank. So. So, gucken wir mal gerade ganz kurz bei den Beinschützern. Wir haben jetzt noch knapp 400. 105, 165, 170, 230... Leute, ich stelle mir jetzt das komplette Relikt-Set her. Warum? Weil ich darauf Bock habe. So, ganz einfach. Ich bin jetzt hier in meiner Trotzphase. Ich mach das jetzt. Ich weiß, man könnte das Zeugs noch erweitern. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Reliktpunkte.
Ich wage es zwar zu bezweifeln, aber trotzdem. So. Panzerung. Beine. Relikt Beinschützer Erbe Stufe 5. So, mit was will ich das dabei haben? Gegen Panzerung. Oh, wir haben so viel. Guckt euch das mal bitte an. Plus 5% Kräftestärke, Max Gesundheit. Alle Kräfte, Biotik. Warte mal. Kräfteschaden, das ist Waffe. Zum Verbessern und schnellere Schild- und Gesundheitsregeneration, das machen wir auch. Herstellen. Machen wir es einfach mal so. Ich bin da unkreativ. So. Beinschutz, Relikt. Jetzt brauchen wir noch Armschutz. Beinschutz, Erbe 3. Baupläne, Beine. Arme. Den Helm, den sieht man ja nicht. Das ist kein Problem. Relikt. Zack. Dann benutzen wir die Dinger auch mal. Kräftebonus gegen Panzerung. Das hätte ich eigentlich schon ganz gerne. So. Biotik haben wir nicht so viel. Das ist mein Problem. Kampfaufladetempo. Max Gesundheit. Kombi benutzen wir zwar mittlerweile, aber unsere Kombis sind jetzt nicht der Burner, wenn ich ehrlich bin. Kräfteschaden gegen Schilde. Komm, nehmen wir das auch noch mit dazu. Enter! Ja, bis auf den Kopf haben wir jetzt ein Set. So, dann basteln wir uns jetzt mal... Nicht die Sweeper, weil wir... Anzeigen. Vanadium. Scheiße. Und ich hatte so gehofft, dass ich dieses blöde Vanadium krieg. Wo krieg ich Vanadium? Vanadium, Vanadium. Ich will mir jetzt nicht extra noch... Na gut, komm. Ich bin eigentlich ein Freund der Martok. Kampfaufladetempo, kinetische Spule, Waffenschaden, her damit. Und Modplatzerweiterung plus ein Modplatz. Du benutzt einen Modplatz, um eine Modplatzerweiterung zu kriegen? Ich werde mich dann mal für die nächste Aufnahme auf jeden Fall informieren. Was nehmen wir denn für einen Namen? So. Verbesserte Aufhängung. Was ist das? Erhöht die Höchstgeschwindigkeit des Nomad. Was ist das? Bauplan ultra selten. Stark verbesserte Luftzirkulation und Treibstoffinjektoren ermöglichen einen noch längeren Boost. Ja, damit. So. So. Wödele. Ja, diese Apex-Mission, da bin ich kein Freund von. So.
Warte mal. Da, 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 da. Wo kann ich mich umziehen? Da war ich ja gerade. Aber wahrscheinlich später. Ich kann aber auch noch skillen. Tag. Offensivkraft bitte.